Nachrichten für Baden-Württemberg mit Tatjana Gessler. Herzlich willkommen zur Landesschau aktuell um 21.45 Uhr heute mit diesen Themen. 70 Jahre nach der Befreiung, Kinder in Baden-Württemberg erinnern mit einer Oper an die Opfer von Auschwitz. Die CDU-Fraktion wählt Guido Wolf zum neuen Fraktionschef. Wilfried Klenk soll neuer Landtagspräsident werden. Der deutsche Pavillon auf der Expo in Mailand. Konzept kommt aus Stuttgart. Und das Wetter am Morgen. Viele Wolken, am Nachmittag Schnee und Schneeregen bei 2 bis 5 Grad. Heute vor genau 70 Jahren hat die sowjetische Rote Armee das NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Dort wurden über 1 Million Menschen von den Nationalsozialisten ermordet. Die meisten von ihnen waren Juden. Dessen gedachte man heute auch in Baden-Württemberg. In Stuttgart legten Ministerpräsident Kretschmann und Vertreter des Landtags am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus einen Kranz nieder. Ein stilles Gedenken gemeinsam mit Vertretern von Opferorganisationen. Im Parlament mahnte Landtagsvizepräsidentin Lösch, die Erinnerung an den industrialisierten Völkermord sei auch eine Aufforderung zu Solidarität, Toleranz und demokratischer Wehrhaftigkeit. Heute um 12 Uhr rief Ministerpräsident Kretschmann zu einer Schweigeminute auf, an der auch alle Behörden im Land teilnehmen sollten. Und zu diesem Gedenktag der Befreiung von Auschwitz haben sich Lehrer und Schüler in Altensteig im Schwarzwald etwas Besonderes ausgedacht. Sie führen die Kinderoper Brundibar auf. Das Stück hat eine tragische Vergangenheit. Es wurde im Konzentrationslager Theresienstadt inszeniert und aufgeführt. Der Komponist war selbst dort Gefangener und wurde später im KZ Auschwitz ermordet. Wolfgang Hörter hat sich die Oper angehört. Vor 73 Jahren hätten die Darsteller dieser Kinderoper wohl kaum eine Chance gehabt zu überleben. Denn gespielt wurde sie von Gefangenen im Konzentrationslager Theresienstadt. Immer wieder mussten Rollen neu besetzt werden, weil Darsteller deportiert und umgebracht wurden. Für die jungen Musiker kein Stück wie jedes andere. Wenn man dann denkt, dass die ganzen Häftlinge das im Konzentrationslager aufgeführt haben, in diesem erbärmlichen Zustand und voll Qual und so. Das ist erstaunlich, dass sie das hinbekommen haben. Ich finde, es fühlt sich auch ein bisschen gut an, wenn man das dann für sie macht, für die Kinder damals. Und aber ich finde es trotzdem doof, was mit ihnen passiert ist. Und ich glaube, wir machen das auch für die. Es macht auch Spaß, das zu spielen, aber es hat natürlich immer diesen Hintergrund. Und der geht halt auch nicht weg. Also man ist sich dessen schon bewusst. Guten Morgen, liebe Hörer, heute gibt es keine Störer. Brundibar, das ist die Geschichte um einen bösen Leierkastenspieler, der es zwei armen Kindern nicht gönnt, dass sie auch auf dem Marktplatz singen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Der tschechische Komponist Hans Krasser hatte das Stück kurz vor seiner Deportation geschrieben, aber aufgeführt hatte er es zum ersten Mal im KZ. Musik sollte ein Stück Normalität vorgaukeln. Die Schüler in Altensteig haben sich mit dem Komponisten und dem Leben im KZ auseinandergesetzt. Innerhalb von 3 Monaten haben das Jugendsinfonieorchester und der Kinderchor des Gymnasiums die Inszenierung auf die Beine gestellt. Ich bin ja Musik- und Geschichtslehrerin und ich kriege das natürlich mit, wie schwierig es im Geschichtsunterricht ist, auch natürlich diese emotionalen Aspekte zu vermitteln. Und das ist natürlich über die Musik und über die Kunst eigentlich, finde ich, viel besser zu realisieren. Also aus meiner Warte. Weil für die Jugendlichen ist das alles sehr weit weg letztendlich. Dass die Schüler mit der Aufführung gleichzeitig am deutschen Orchesterwettbewerb teilnehmen, erscheint dabei fast zweitrangig.